I wake up, flex, thumb down that check. No drip this, wet. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash. In dem heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du ganz einfach wirklich Solo-Runden in Fortnite gewinnen kannst. Das Ganze geht eigentlich für jede Season, da ändert sich relativ wenig dran. Ich möchte auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, nur das sind heute, wundert euch nicht, nicht nur so oberflächliche Tipps wie Aimen üben oder sonst was, sondern wirklich ganz konkrete Tipps, weil ich werde heute das erste Mal auf meinem Kanal eine sogenannte Spielanalyse von einem Spiel von mir machen, wo ich, glaube mit 10 Kills oder 9 Kills gewonnen habe. Und falls du solche Spielanalysen in der Zukunft nicht verpassen möchtest, drück jetzt auf den Abonnieren-Button, aktiviere ganz, ganz wichtig auch die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also bei mir muss ich wirklich sagen, steht immer noch der Spielspaß an vorderster Stelle und aus dem Grund suche ich mir auch immer Ortschaften aus, wo ich lande, die jetzt mir auch ziemlich Spaß machen zu spielen. Es gibt nämlich Orte, die machen überhaupt keinen Bock, irgendwie dort zu landen und es gibt andere, da bin ich einfach vertraut, da kenne ich mich ziemlich gut aus und da lande ich dann auch letztendlich und das kann ich euch auch empfehlen, warum erzähle ich euch nachher auch, denn ihr müsst euch in der Gegend richtig gut auskennen. Das bringt jetzt nichts, wenn ihr irgendwo landet, wo ihr noch nie gelandet seid, weil da kennt ihr nicht die geheimen Orte, die geheimen Ecken, wo ihr dann zum Beispiel euch auch ein Medkit drücken könnt oder so. Das ist alles dann für euch neu. Also wenn ihr wirklich ziemlich sicher gewinnen möchtet, dann landet dort, wo ihr euch richtig gut auskennt. Und bei mir ist es halt eben Salty Springs. Ich bin dann halt eben nicht in einem Haus gelandet, sondern halt eben auf dieser Tankstelle, weil in den Häusern ist es immer so eine 50-50 Chance, dass man halt überhaupt eine Waffe bekommt oder nicht. Und dort landen halt auch die meisten. Deswegen bin ich halt eben an dieser Tankstelle gelandet. Direkt habe ich eine SMG gehabt. Das ist auch schon mal relativ gut für den Early Fight auf jeden Fall. Und dann habe ich auch erstmal geguckt, mich orientiert, wo überhaupt Spieler in meiner Gegend sind und dann konnte ich auch schon Spieler erkennen, der wollte mich schon abschießen, da habe ich dort ein bisschen hingepiekt, aber da kam letztendlich nichts bei raus und dann habe ich noch ein, zwei Spieler gesehen, die halt eben im Freien rumstanden, ohne Deckung und so und da habe ich auch versucht drauf zu schießen, aber da wurde auch nichts raus. Letztendlich bin ich dann zu diesem Haus gegangen und habe versucht mit diesen Annäherungsminen und was weiß ich, diesen Gegner versucht halt eben runter zu droppen und das ist mir eigentlich auch relativ gut gelungen, der ist dann runtergefallen, ich konnte ihn ganz einfach ablasern und habe somit auch schon meinen ersten Schild bekommen. Ich habe mir dann auch die Zeit genommen und für 25 HP mir einfach Medkit reingedrückt, weil im Early Game ist wirklich ziemlich viel Leben sehr wichtig. Ich bin dann auf das Haus gegangen, wo dann vorher auch eben die Gegner waren und ja, ich denke, ihr seht, ich wurde ziemlich krass abgelasert von allen Seiten. Ich hatte wirklich gar nicht viele Meds und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, einfach runterzugehen. Und hier spielt das auch wieder eine Rolle, dass ich mich gut auskenne, weil dann wusste ich einfach, unten da in diesem Keller gibt es einen Raum, da kann ich von hinten zum Beispiel nicht überrascht werden und da kann ich mir dann mein Medkit auf jeden Fall geben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich dann hinten in den Raum gestellt einfach und habe mir das Medkit reingedrückt. Ganz wichtig, ich habe mich auch so positioniert, dass falls ein Gegner reinkommen würde, von der Treppe oder einfach generell in meine Richtung laufen würde, dass ich ihm mit meiner Shotgun halt eben über die rechte Schulter pieken könnte und ihn somit auch eigentlich relativ sicher abschießen hätte können. Und dann war ich wieder auf 100 HP. Hatte zwar wenig Mats, deswegen habe ich noch ein bisschen Mats gefarmt. Habe auch erstmal gewartet, bis ich ungefähr wissen konnte, wie viele Gegner überhaupt da sind. Und dann wusste ich, es sind nur noch zwei oder einer. Dann bin ich hoch aufs Dach gegangen und dann war das irgendwie ein Bot und den habe ich dann auch relativ einfach kriegen können. Dort habe ich mir dann die Pump mitgenommen. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, mittlerweile diese Shotgun mitzunehmen, aber ich bin irgendwie, was das angeht, richtig langsam, was diese Umstellung angeht. Ich nehme jetzt immer noch die Pumpgun vor der Shotgun mit, aber Leute, eigentlich solltet ihr die Shotgun vor der Pumpgun mitnehmen, aber ich kann irgendwie die Pumpgun besser spielen. Deswegen habe ich einfach die Pumpgun und die SMG mitgenommen und dann wurden wieder Granaten auf mich geschossen. Ich wusste nicht ganz, woher der Gegner kommt, weil ich glaube, der hat sich irgendwie versteckt. Ich habe dann einfach mal in den Busch reingeschossen, aber da kam auch nichts bei raus. Und ich bin dann einfach ein bisschen weiter weggegangen, einfach aus Sicherheit. Ich habe mich dann noch in einem Busch versteckt und der Gegner konnte mich halt eben nicht sehen. Ich konnte dem Gegner da schon mal ein paar Hits reindrücken. Das war wirklich ziemlich wichtig, dass ich den ersten Damage auch beim Gegner gemacht habe. Und dann war der wirklich schon recht unter Druck und dann habe ich ihn auch einfach killen können. Und mit ein paar Boxfight-Tipps und Tricks hat das dann auch relativ gut funktioniert. Dann bin ich weitergegangen und dann war da noch ein Gegner. Ich habe mich dann direkt auf das Dach gebaut, weil Highground ist halt immer ziemlich wichtig. Und da unten konnte ich halt eben noch den losten Gegner sehen. Ich habe irgendwie versucht, schon mal den ersten Schaden zu kriegen, hat aber nicht ganz funktioniert. Und ich war dann einfach auf dem Dach und habe gecampt, weil es wäre absolut dumm gewesen, runterzuspringen. Der ist dann einfach hochgelaufen, ich konnte ihn den ersten Shot drücken und dann einfach mit der SMG finishen. War richtig, richtig nice und jetzt hatte ich die Wahl, ein Medkit oder eben 12 Bandages, beziehungsweise ein paar Bandages, dann hätte ich halt nur 75 HP. Das Ding ist, ich weiß, dass da hinten halt eben noch dieser Truck ist, bei dem ich dann nochmal 100 Leben dazu bekomme und
wenn ich halt eben die Bandages dazu nehme, hätte ich nur 175 Leben dann. Und wenn ich halt eben das Medkit nehme, dann hätte ich 200 HP und deswegen habe ich einfach das Medkit genommen. War auch letztendlich richtig wichtig. Ich wusste zwar, hinter mir wird noch ein Zolti gefightet, nur ich wollte erstmal ein bisschen Schild haben. Und deswegen bin ich halt eben als allererstes zum Chock gegangen und habe ihn abgebaut. Somit hatte ich dann 200 Leben und das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice gewesen. Ja, ich bin dann zu dem Haus gegangen und die waren immer noch am Fighten und da konnte ich halt eben noch ganz schöne 2 Kills mitnehmen. Ich war dann schon bei 6 Kills, das muss ich mir auch erstmal gönnen. Im Early Game 6 Kills sollte ist nicht so bad, sage ich mal. Also es passiert ja wahrscheinlich nicht jede Runde, aber ich hatte irgendwie Glück und dann war halt eben noch ein Spieler im blauen Haus und den konnte ich dann auch einfach nochmal richtig easy killen. Ich muss wirklich sagen, das waren keine guten Spieler, die Runde, also da hatte ich schon ein bisschen Glück, was das angeht. Es waren eigentlich übelst die Bots, aber da beschwere ich mich auf jeden Fall auch eher weniger. Naja, mit 7 Kills ging es dann halt eben weiter. Insgesamt lebten noch 19 inklusive mir. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein bisschen Mats zu farmen, weil ich ein bisschen Low Mats war. Und ich bin dann in Richtung Fluss gelaufen und dann konnte ich als erstes schon Lama erkennen und ich habe mir gedacht, das Lama nehme ich doch gerne mal mit, weil ich, wie gesagt, nicht ganz so viele Mats hatte und Lamas sind eh nie schlecht, auch für Loot und so. Das war, denke ich, auch nochmal eine richtig große Hilfe für das ganze Spiel, weil Mats sind wirklich ziemlich wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keine Mats mehr hat im Baufight. Danach konnte ich schon wieder einen Gegner erkennen, beziehungsweise 2 Gegner. Leider hat der eine schon den anderen getötet gehabt, aber ich hatte diesen einen schon richtig low geschossen. Deswegen bin ich direkt mit dem Jumppad hinterher geflogen, damit ich halt eben noch sicher den Kill bekomme und er hat eben nicht die Zeit, sich dann letztendlich noch so krass zu heilen. Ich glaube, er hat ein paar Minis durchbekommen, aber das war auf jeden Fall auch nicht wirklich hilfreich für ihn, weil ich habe dann schon ziemlich Druck ausgeübt, wieder ein paar Boxfight-Tipps gemacht und konnte ihn somit auch noch abschießen. Ich habe es irgendwie ein bisschen verpennt. Der hätte mich fast noch gekriegt, ein paar Mal verimpft mit der Pumpgun, aber wie gesagt, ich habe ihn auf jeden Fall noch bekommen und dann hatte ich richtig guten Loot. Zieht euch einfach mal meinen Loot jetzt rein. Ich habe mich als erstes geheilt, dass falls ein Gegner kommt, dass ich halt ein bisschen Heal habe wenigstens. Aber es kam halt in dem Moment kein Gegner und dann habe ich dann auch letztendlich diese ganzen Waffen mitgenommen und ja, dann hatte ich halt echt guten Loot so. Du kannst mich übrigens auch im Creator-Code-Programm supporten. Trag einfach meinen Creator-Code Thematic ein, würde mich wirklich von Herzen freuen. Und jetzt würde ich schon sagen, machen wir schon mal direkt mit den weiteren Tipps weiter. Es leben jetzt nur noch 9 Leute inklusive mir, also wirklich wenige Leute. Ich habe mir auf jeden Fall diese Fische mitgenommen. Die Fische sind eines der stärksten Items in ganz Fortnite, meiner Meinung nach. Also da kann man richtig viel rausholen, auch wenn man im Sturm ist oder so. Oder im Endfight, da mit Fischen ist man auf jeden Fall schon krass im Vorteil. Ich habe mich dann einfach umgeschaut und da war halt eben noch ein Loot-Job. Eigentlich denkt ihr euch, ja, ich müsste von meinem Loot her keinen Loot-Drop mehr holen. Ich meine, ich habe einen Jump-Pad, ich meine, ich habe super Loot, aber mir ist aufgefallen, ich hatte nur 50 Schild und deswegen war ich mir sicher, in dem Loot-Drop befindet sich ein Schild und so war es letztendlich auch. Und damit konnte ich mich halt nochmal voll heilen, weil was bringt dir der beste Loot, wenn du nicht viel Leben hast? Und ich denke, das hat mich dann auch zum Sieg nochmal weitergeholfen. Ja, dann habe ich schon den nächsten Gegner entdeckt. Ich hatte 8 Kills bis zu dem Zeitpunkt. Ich war mir halt ziemlich sicher, dass der halt eben diese mythische Minigun hatte und das war halt eben auch der Fall. Und das war halt ein kleines Problem, da hatte ich dann schon richtig Respekt, aber der ist aus irgendeinem Grund mit dem Jumppad geflogen. Ich konnte ihn schon aus der Luft ein paar Hits geben und dann war das einfach ziemlich einfach. Dann konnte ich den einfach mit der guten Shotgun auf jeden Fall echt finishen. Wie gesagt, er hatte diese mythische Minigun, diese Butus Minigun und die habe ich mir dann auch genommen, weil das auch eines der stärksten Items mit in Fortnite ist. Und ja, da habe ich mich nochmal voll geheilt, ganz wichtig. Habe dann aber die Minis mitgenommen, weil diese gehen halt einfach schneller rein. Im Endgame hat man dann auch nicht so viel Zeit, sich voll zu heilen und deswegen habe ich die Minis mitgenommen, weil die Biggies dauern recht lange, sag ich mal. Ja, es lebten dann wirklich nur noch 3 Leute, also richtig, richtig wenig. 2 weitere außer mir und da musste ich erstmal überhaupt spotten, wo sich die Gegner befinden. Einer ist dann mit dem Jumppad weggeflogen, den habe ich schon paar Hits dann in der Luft auf jeden Fall mitgegeben und da wollte ich auf jeden Fall ziemlich hinterher, weil wie gesagt, wenn man einen Gegner anschießt, dann sollte man ihn auch richtig pushen und genau das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann direkt mit seinem Jumppad auch ihm hinterher geflogen. Ich wusste erst gar nicht, wo der sich versteckt, aber letztendlich wusste ich dann, er kann eigentlich nirgendwo anders sein als entweder hinterm Baum oder halt eben unten im Haus und ich habe dann auch diese Schritte gehört bzw. gesehen und bin dann einfach vor diesem Haus stehen geblieben und habe einfach geschaut, wo er ist. Habe aber noch ganz wichtig gewartet, habe nicht irgendwie riskant die Füße abgeschossen, auf Risiko, dass ich ihn vielleicht nicht getroffen hätte, sondern ich habe dann ganz sicher ihn abschießen können. Und das war letztendlich dann auch ziemlich wichtig, weil dann war halt eben nur noch ein Spieler am Start. Ich musste auch immer schauen, dass mich nicht irgendwie der letzte Spieler noch irgendwo von woanders absniped, weil das hätte auch passieren können. Deswegen habe ich mich auch immer leicht bewegt. Und ja, wie gesagt, dann lebte halt nur noch ein Spieler und dann wusste ich, das Game ist fast gewonnen. Ich musste ihn dann nur spotten, habe dann irgendwie seinen Kopf auf einem Berg gesehen. Der hatte, glaube ich, eine Sniper, das war ein kleines Problem für mich, weil ich war dann halt, was den Long-Range-Fight angeht,
ziemlich im Nachteil, weil ich hatte halt nur eben dieses eine Sturmgewehr. Deswegen habe ich mich auch hochgebaut und habe versucht, einen Close Range Fight einzugehen, weil ich da auf jeden Fall mit meinem Loot besser bin mit dieser Pumpgun und auf jeden Fall der Minigun und bin dann halt direkt zu ihm hingeflogen und er hat sich natürlich direkt eingebaut. Da habe ich mir gedacht, ja, dann gehe ich nochmal einen Baufight hier für das Video ein und konnte ihn dann somit auch relativ einfach abschießen. Ich habe dann versucht, mit der Minigun erstmal Druck auszuüben, dann war der auch relativ low und dann war der One-Hit. Ich konnte ihn dann einfach über den rechten Schulter-Peak auf jeden Fall dann auch easy abschießen. Das war jetzt auch die Spielanalyse hier zu meinem Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Schreibt mir mal gerne jetzt runter in die Kommentare, ob euch diese Serie gefällt, dass ich mal meine Spiele analysiere, ob es FNCS, Cash Cups oder so ist, dass ich da mal, oder Arena, dass ich solche Games mal analysiere, weil ich glaube, so richtige, konkrete Tipps sind manchmal auch wirklich gut, auch was Entscheidungen angeht und so. Ich glaube, diese Art von Videos sind relativ gut für Entscheidungen, weil ich meine, ganz normale Videos, wo ich euch nur ganz oberflächliche Tipps mit auf den Weg gebe, sind vielleicht nicht die besten, ich sag mal, für solche Entscheidungen. Falls ihr aber nichts mehr von dieser Serie verpassen möchtet, klickt jetzt nochmal kurz auf den Abonnieren-Button, aktiviert ganz wichtig die Glocke. Ihr könnt übrigens auch Mitglied auf meinem Kanal werden, ihr könnt damit mit zocken, für 99 Cent könnt ihr schon Mitglied werden. Es gibt da ganz viele verschiedene Vorteile, schaut euch da mal um. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon ganz viel Spaß mit den weiteren Tipps und Tricks, die ihr auf jeden Fall in der Endcard findet. Haut da rein, lasst es sein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, peace! Yeah, flexing with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real.